Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, wie immer, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe ein Coaching angeboten und habe schon mit vielen das Erstgespräch geführt und immer wieder kam die Frage auf, wie finde ich das perfekte Produkt, wie gehe ich überhaupt an die Produktsuche ran und worauf muss ich achten? Und dazu möchte ich dieses Video wieder erneut machen. Ich habe schon mal ein Video gemacht zur Produktsuche und möchte euch nochmal zeigen, vielleicht wird das ein oder andere neu sein, wie ich an die Produktsuche gehe. Dafür müsst ihr keinerlei Kenntnisse haben, beziehungsweise keine kostenintensiven Tools dafür nutzen. Das Ganze geht einfach und simpel. Man muss natürlich damit nach und nach Erfahrung sammeln, aber ich möchte dir zeigen, wie ich daran gehe, so dass du da eventuell die Dinge auch nachmachen kannst. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen, dann abonniere gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du kein weiteres Video mehr. Lasst uns loslegen, ich zeige euch das Ganze an meinem Notebook. Ja, Freunde, wie angekündigt, möchte ich heute gemeinsam mit euch Produktrecherche betreiben, weil es wirklich ein sehr fundamentales Thema ist und man eigentlich auch ständig auf Produktsuche sein sollte. Und heute möchte ich ein paar Ideen auf den Weg geben den Leuten, die gerade vielleicht am Anfang stehen und neue Produkte finden möchten oder noch gar kein Produkt haben und das erste Produkt finden möchten. Und natürlich die Produkte, die ich heute hier zeigen werde, werden vielleicht nicht mehr so lukrativ sein, weil es dann vielleicht schon jeder gesehen hat, wobei mein YouTube-Kanal nicht so ein großes Traffic hat, dass es jetzt Millionen erreichen wird, um so ganz viel Konkurrenz zu schaffen. Nein. Es wird sich in Maße und in Grenzen halten dementsprechend. Aber wir schauen uns sehr viele Dinge an. Ich möchte euch hier das Ganze spezifisch auf eBay anzeigen. Aber möchte euch sagen, wenn dieses Video mehr als 200 Likes erhält, möchte ich auch ein Video dazu machen, wie man an Produktrecherchen geht. Und zwar spezifisch auch für das Amazon FBA Programm, dass man Produkte findet, die man dann kostengünstig aus China importieren kann, um diese über Amazon zu verkaufen. Dementsprechend gebt dem Video jetzt schon mal ein Like, einen Daumen hoch, um so natürlich sehr viele damit zu erreichen, um anderen auch damit zu helfen. So, und lasst uns mal direkt loslegen. Ich habe hier einige Händler bei eBay herausgesucht, die beispielsweise sehr, sehr viele Produkte haben. Das ist einmal dieser Händler hier. Er hat knapp 38.000 Bewertungen, was schon sehr gut ist. Ist ein deutscher Händler und hat 3.679 Artikel. Also da sind definitiv Ideen zu holen, wo wir uns das Ganze einfach jetzt mal direkt mal anschauen wollen zusammen und schauen uns, welche Produkte hier profitabel anzubieten sind. Denn wir können direkt anhand der Verkaufszahlen das Ganze identifizieren, ob ein Produkt gut läuft oder nicht gut läuft. Und dementsprechend schauen wir direkt auf der China-Seite Alibaba oder AliExpress, wie diese Produkte da angeboten werden bzw. wie viel die da kosten. Und ich werde jetzt einige Sachen zeigen, worauf ich achte, so dass du dir da vielleicht auch was abschauen kannst, worauf du achten kannst. Also spezifische Dinge und Merkmale, auf die man achten sollte, um sich für diese Produktauswahl natürlich zu entscheiden. Und hier zum Beispiel direkt mal eine Kamera. Ja, von 9 bis 21,99 Euro. Okay. Das ist natürlich ein großer Preisunterschied. Wir gucken uns das gemeinsam mal an. Verkauft hat er super viele davon. Und zwar über 1000 Stück wurden verkauft. Und zwar in den letzten 24 Stunden alleine schon hat er 13 Stück verkauft. So, jetzt wähle ich mal, es gibt diese Mini-Kamera. Das wäre die Kamera selbst, wie es ausschaut. Genau, die 20,99 Euro kostet. Dann würde es hier 32 GB SD-Karte dazu geben. Genau, die würde bei 9,99 Euro sein. Das ist der Preis, der hier am Anfang angezeigt wird. Also tatsächlich, wenn man Varianten einstellt bei eBay, wird immer der kleinste Preis angezeigt. Und das sieht natürlich sehr verlockend direkt aus. Deswegen vielleicht als kleiner Tipp, dass ihr das auch so machen könntet. Und Minikamera plus die SD-Karte wäre zusammen für 21,99 Euro erhältlich. So, und wie es aussieht, wir gucken uns mal die Verkaufszahlen von dieser Kamera an. Oh, jetzt ist ein Fehler gekommen, wir laden nochmal neu. Und ja, tatsächlich hat er uns das jetzt angezeigt. Die meisten kaufen tatsächlich das Ganze mit der SD-Karte zusammen. Ja,
Ihr könnt das natürlich auch nur die Kamera anzeigen. Die meisten haben so eine SD-Karte zu Hause rumfliegen, ja. Aber im Grunde genommen ist das ein sehr praktisches Angebot, weil es ja tatsächlich nur 1 Euro mehr kostet. Dann nimmt man die SD-Karte mal direkt mit. So. Wenn es aber jetzt nur um die Kamera geht, ja, die für 20,99 € erhältlich ist, schauen wir uns das Ganze mal an, wie teuer diese Kamera denn hier bei AliExpress beispielsweise kostet, um sich überhaupt ein Bild davon zu verschaffen, was so eine Kamera überhaupt hermacht. Und ja, es ist tatsächlich auch so eine Wi-Fi-Kamera, wenn mich nicht alles irrt hier. Genau, ja, tatsächlich WLAN-fähig ist die Kamera. Und hier bin ich mal erstmal auf AliExpress gegangen. Das heißt, um einfach mal auszuprobieren und ein Gefühl dafür zu kriegen. Und wir sehen hier, für 5,55 € ist das Ding schon erhältlich. Unglaublich. Hier haben wir das Ganze für 20 Euro, nur die Kamera für 20,99 €. Also da ist definitiv Gewinn drin. So, jetzt habe ich mir das Ganze mal hier aufgerufen. So, die heißt hier nämlich A9 Minikamera IP-Kamera. Okay, hier habe ich jetzt nichts von A9, sehe ich, aber jetzt habe ich hier ein bisschen Internetprobleme, wie wir sehen. Nur werden wir uns das Ganze einfach mal neu laden hier. Und dann sollte das schon passen. So, Werbung weg. Hier seht ihr zum Beispiel ein paar Coupons, die teilweise auch mal eingeblendet werden, die ihr auch nutzen könnt beim Kauf. Und tatsächlich haben wir es auch genau so hier. Zuerst einmal wählen wir, von wem wir das beliefern lassen möchten. Dann wählen wir hier das Bündel. Und zwar, das Bundle kostet hier für 12,82 €. Wenn wir nur die neue A9 Kamera nehmen, dann sind wir tatsächlich bei 8,55 €. Ja? Und mit 64 GB ist das Ganze hier noch ein bisschen teurer. Aber man kann beispielsweise jetzt nur die Kamera verkaufen, ja? Und 8,55 €, super Preis, muss man dazu sagen. Wenn wir uns das Ganze aus Tschechien oder woanders liefern lassen wollen, müssen wir darauf achten, dass es auch hier in unser Land versendet wird. Aus Tschechien beispielsweise kann es nicht nach Deutschland gesendet werden. Wenn ich das Ganze hier mal aus Spanien, Italien, geht alles nicht. Also China wäre eigentlich die beste Variante. So, und das geht tatsächlich. Da kommen auch Versandkosten dazu. Und zwar 1,81 €. Okay, das ist ja auch noch alles akzeptabel. Und dann sind wir ungefähr bei 10 € und 20 € würde die Kamera beispielsweise kosten, wenn wir jetzt nochmal dazu kalkulieren, wie viel wir natürlich ein bisschen runtergehen müssen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Eventuell müssen wir mit 20 € rechnen. So, und dann sind wir natürlich immer noch mit 10 € in der Marge drin und können das Ganze hier versenden. Ich weiß jetzt nicht, wie groß diese Kamera natürlich ist. Die scheint ein bisschen größer zu sein. Das heißt, ja, wir müssen das eventuell als ein Paket verschicken. Also in einem Briefumschlag wird das vielleicht nicht mehr gehen. Oder natürlich Warenpost. Ich habe hier parallel mal mir aufgerufen, welche Formate es bei der Post gibt, die man versenden kann. Das heißt, für 1,55 € Versand, das würde so ungefähr das Gängigste sein, bis 2 cm Höhe, ja, und Maße wären recht groß, hier bis 35 cm, ist man hier mit 1,55 € Versand, die man zahlen muss für den Versand. Wenn das Ganze größer ist, bis 5 cm, dann seid ihr mit 2,70 € immer noch gut bedient. Und wenn man das Ganze jetzt hier abzieht mit Gebühren und Zahlungstransfergebühren, die da auch noch bei eBay anfallen, das heißt 3 bis 5 € hat man Gewinn und bleibt für einen übrig. Jetzt so ungefähr kalkuliert. Ich kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen. So, das ist jetzt der erste Artikel. Also ich habe ja gesagt, Elektronik sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil kann sein, dass da mal ein Defekt ist, dann habt ihr definitiv schon mal 10 € minus, ja, weil der Einkauf natürlich 10 € ist. So, schauen wir weiter. Dazu muss ich aber sagen, diese Kamera gibt es bestimmt hier viel, viel günstiger.
So, jetzt habe ich parallel mal die Kamera bei Alibaba gefunden und wie wir sehen, haben wir schon hier einen gewissen Preisunterschied tatsächlich. Klar kommen da noch Versandkosten drauf, aber wenn ihr mindestens 10 Stück abnimmt, seid ihr ungefähr bei 6 Dollar, ja. Hier haben wir Europreise. Wir sind hier mit Versand bei fast 10 Euro. Und Dollarpreise, das sind dann ungefähr hier 4,50 bis 5 Euro. Plus Versandkosten bei 10 Stück würden das vielleicht mit Express, was ich vielleicht nicht unbedingt machen würde. In dem Falle reicht es, wenn ihr das Ganze euch ein bisschen länger senden lassen tut. Aber dann seid ihr ungefähr vielleicht bei 7 Euro mit inklusive Versandkosten bei 10 Stück im Einkauf. Habt ihr immer noch 3 Euro gespart und könnt somit das Ganze mal ausprobieren. Wenn ihr dann mehr abnehmt, könnt ihr das Ganze natürlich mit dem Verkäufer hier verhandeln, wie ich das schon mal gezeigt habe. Und könnt das Ganze hier dann auch dementsprechend erwerben. Aber wenn ihr bei gewissen Produkten nicht sicher seid, dann versucht erstmal kleinere Mengen, zum Beispiel bei AliExpress zu kaufen. Ja. Das geht teilweise schneller. Wie viel waren das hier? Ah, okay, bis 27. März würde der Artikel ankommen. Ja, teilweise geht es schneller, aber teilweise auch nicht. Schauen wir uns mal direkt mal andere Produkte an. Wie wir sehen hier, der Verkäufer hat hier super viele Sachen. Wir haben hier Sachen in der Kosmetik. Wir haben hier noch eine Kamera, die noch kleiner ist und noch günstiger. Tatsächlich hier übrigens für Tiere, Tierprodukte, Tierzubehör und so weiter, ist auch eine sehr, sehr schöne Nische, wo sehr viel gekauft wird, wo Herrchen für ihren Hund ganz viel kaufen und da gibt es super, super viele Geschenkideen, sage ich schon. Super viele Produktideen. So, gucken wir uns das Ganze mal weiter an. Wir haben hier ganz viel von solchen Ladenetzteilen, die natürlich jetzt mittlerweile den Markt auch überfüllt haben und dementsprechend würde ich das jetzt mir nicht anschauen. Socken, okay, muss nicht sein. Ladekabel auch, der Markt ist überfüllt. Muss nicht sein. Ich scroll hier einfach, wie gesagt, ein bisschen runter, schaue mir das Ganze an, lass uns das Ganze hier auf 200 Artikel pro Seite stellen und können dann ein bisschen weiter schauen. Wo war ich stehen geblieben? Mein Internet ist heute nicht der schnellste, deshalb muss ich hier ein bisschen langsamer das Ganze schauen. Hier zum Beispiel so eine Fahrradabdeckung, wasserdicht, super Teil. Vor allem für Deutschland, deutsche Verhältnisse, wo es ständig nur regnet, gefühlt, gibt es hier tatsächlich so eine Abdeckung fürs Fahrrad für 12,99 Euro. Super Teil. Wir gucken mal, wie das Ganze hier gehandelt wird. Erstmal AliExpress. So, das Ganze nennt sich auf Englisch Bike Cover. Teilweise könnt ihr hier bei AliExpress mit deutschen Begriffen suchen. Ich würde es meistens Englisch machen, so findet ihr es am besten. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das Produkt auf Englisch heißt, nutzt den Google-Übersetzer. Oder was natürlich die Möglichkeit besteht, ist, dass ihr tatsächlich sogar das Bild herunterladen könnt und hier das Bild hochladen könnt. Und dann sucht er identische Produkte, die nach dem Bild zu erkennen sind und zu identifizieren sind. Und dann werdet ihr die Produkte auch ausgestrahlt bekommen. So, gucken wir uns das Ganze erstmal, wie gesagt, hier bei AliExpress an. Und wir sehen, hier gibt es tatsächlich sowas, ist ein bisschen recht teuer. Hier gibt es 15 verschiedene Farben, wie man sieht, und es sind auch mit Reflektoren tatsächlich versehen, dass da keiner gegenläuft oder gegenfährt, was auch super ist. Darauf kann man natürlich ein bisschen aufmerksam machen. So, und ja, hier habt ihr sogar noch die Möglichkeit, dass hier Löcher sind zum Abschließen des Fahrzeugs bzw. des Fahrrads. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir zum Beispiel eins, aber man sieht hier auch schon direkt, tatsächlich ist das jetzt für uns Motorrad, aber die sind recht teuer. Also hier ist es tatsächlich recht teuer. Ich sehe jetzt hier nicht auf Anhieb das, was man hier profitabel weiterverkaufen kann. Vielleicht habe ich auch hier einfach noch zu wenig den Suchbegriff eingetippt. Schauen wir uns das Ganze mal bei Alibaba an, so ein Bike Cover heißt das übersetzt. Und bei Alibaba denke ich, dass wir da schon fündig werden. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, ist für Sportfahrräder solche Sachen. Okay, vielleicht auch interessant. Aber hier haben wir es doch so. Ab 3,98 Dollar ist das Ganze hier erhältlich, wenn man
ab 500 Stück abnimmt. 500 Stück ist natürlich recht viel, aber für $5,90 bekommt ihr schon hier das 1 bis 100 Stück. Und das sieht super aus im Grunde genommen. Man kann es hier sehen, vielleicht haben wir hier bessere Bilder tatsächlich sogar. Genau, um das hier zu vermeiden, regnerisch, Schnee und so weiter, gibt es hier diese Abdeckung, die ist tatsächlich wasserfest, reißfest, mit Gummiband versehen. Das heißt, es wird sich auch unten dementsprechend der Form anpassen. Vielleicht passt ja auch nicht jedes Schloss durch dieses Ding, aber das ist halt, die Sachen müsst ihr dann selber entscheiden. Ist es gut oder ist es nicht gut? Und tatsächlich haben wir hier vernünftige Maße auch. Wenn wir dann schauen, $5,90 und diese Fahrradabdeckung wird hier für $12,99 verkauft, ist es tatsächlich ja, noch ein bisschen zu viel im Einkauf, muss man sagen. Ja? Und wenn wir das verhältnismäßig mal schauen, haben wir hier auch nicht wirklich die großen Verkaufszahlen. Ja? Deshalb kicken wir dieses Produkt direkt mal raus und schauen direkt weiter. Ich hoffe, dieses Video wird nicht zu lang, aber ich möchte euch so viel wie möglich zeigen, wie ich da an diese Produktsuche einfach rangehe und sehe und euch zeigen kann, wie ihr auch das selber machen könnt. So, teilweise sind hier Sachen, die ich selber gar nicht kenne. Ich will das jetzt auch nicht genau nachforschen, was das genau ist. Ich möchte euch nur so ein bisschen Ansätze zeigen zu einfachen Produkten, die ihr hier finden könnt und von denen ihr eventuell profitieren könnt, um diese günstig einkauft und wieder verkauft. So, und tatsächlich hat er hier ganz viele gleiche Produkte, sehe ich. Viel für Hund, viel für Kosmetik, Schönheitsartikel. Gehe nochmal diese Seite hier durch und tatsächlich sieht mir das ziemlich alles nach vielen gleichen Produkten aus und ich habe, wie gesagt, den Händler vorher nicht gesehen und habe das jetzt einfach nur ganz normal zufällig im Zufallsprinzip mich entschieden, da jetzt mal die Produkte mal durchzuscrollen. Aber wie gesagt, ihr könnt das Gleiche genauso machen, findet euch einen guten Händler, bei dem es sehr gut läuft bei eBay und dann schaut mal seine Produkte an. Wie gut verkauft er die? Was für Produkte bietet er an? So kommt ihr auf Ideen und könnt, so gesagt, auch Produkte für euch selbst finden. So, das reicht mir von dem Händler. Schauen wir uns diesen Händler mal an. Der hat hier auch über 1000 Produkte, was schon recht gut ist, hat auch sehr viele Bewertungen, scheint auch ein deutscher Händler zu sein, weil er ganz schnell auch versendet. Das soll aber nicht natürlich das Indiz dafür sein, dass es ein deutscher Händler ist. Spielt aber im Grunde genommen keine Rolle, ob das jetzt ein deutscher Händler ist oder ausländischer Händler ist. Wichtig ist für uns erstmal eine Produktidee zu bekommen und einfach mal Preise zu vergleichen. Ganz am Anfang habe ich hier mal so eine Abisolierstange gesehen. Isolierzange, Entschuldigung. Und diese Abisolierzange scheint ein sehr einfaches Produkt zu sein, mit der man definitiv einige Sachen machen kann. Wie wir sehen, hier 275 Stück hat er insgesamt schon verkauft und 4 Stück in den letzten 24 Stunden. Das heißt, dieses Produkt scheint sehr, sehr gut zu laufen. Gucken wir uns mal das detailliert an, die Verkaufszahlen. Und tatsächlich hat er hier vom 10. Januar bis heute hat er über 100 Stück verkauft. Also das ist ein Verkaufsschlager. Super Verkaufsschlager, also unglaublich. Ich würde es quasi fast schon selbst kaufen wollen. Aber gucken wir uns mal an, was so eine Abisolierzange überhaupt online kostet, beziehungsweise bei den Zulieferern. Wir sehen es hier, wir haben hier einige Zangen, die fangen hier schon teilweise mit Centbeträgen an. Also super, finde ich sehr gut. Und für wie viel wird die hier nochmal verkauft? Für $15,99. Super Teil. Also da hat sich jemand echt Gedanken gemacht, beziehungsweise echt ein gutes Produkt gefunden. So, gucken wir mal weiter. Ja, also es gibt die tatsächlich in zig Variationen. Hier kommen wir der Sache näher. Ich habe das Ganze, wie gesagt, jetzt mal auf Englisch geschrieben. Diese Zange sieht sehr gut aus. Genau. Ich will natürlich jetzt genau das identische Produkt finden. Finde ich jetzt so nicht. Ja, also es ist auch ein sehr gutes Produkt. Was ich dazu sagen muss, ist, es ist auch sehr einfach zu versenden. Ja, das müsst ihr auch bedenken. Ihr dürft
nicht euch frei entscheiden, jetzt nach Verkaufszahlen kaufe ich das Produkt. Ihr müsst auch im Hintergrund immer bedenken, wie werde ich dieses Ding versenden. Und ich habe ja hier schon mal gezeigt, 1,55 kostet euch ungefähr der Versand für 2 cm Größe. Das heißt, in so einem Briefumschlag, Polsterbriefumschlag, könnte so eine Zange schon recht gut reinpassen. Es gibt hier vielleicht nicht die genauen Abmessungen. Doch haben wir tatsächlich hier auch Abmessungen von dem Produkt. Und dann könnt ihr ungefähr sehen, passt es in so einen Briefumschlag für 1,55 oder muss ich dafür tatsächlich schon 2,70 Euro zahlen, damit ihr euren Gewinn auch kalkulieren könnt. Ja? Das ist sehr wichtig in dem Falle. Und ja, also ein tolles Produkt. Tatsächlich mache ich mich da noch weiter schlau. Vielleicht ist das wirklich lohnenswert, das zu verkaufen. Sieht in erster Linie auf jeden Fall so aus. So, schauen wir uns nochmal weitere Produkte an. Wir sehen hier Autoersatzteile, hier solche LED-Lichter, laufen auch ganz gut. Das sind so Standlichter. Wir sehen hier, auch hier hat er so ein ganzes Set mit einer abisolierten Zange, oder das ist zum Zusammendrücken so eine Zange, die dazugehört. Wir sehen hier viele verschiedene Kleinteile-Produkte. Wir haben hier zum Beispiel für Schuhe solche Überziehdinger. Ja, er hat hier verschiedene Produkte, also auf jeden Fall ein besserer Händler, als wir den zuvor hatten. Sowas hier zum Beispiel, so eine Milchzahndose für Kinder. Auch nicht schlecht, könnte man mal vergleichen, schauen. Was ihr auch immer bedenken müsst, ihr dürft nicht euch für Produkte entscheiden, die ihr selber beispielsweise gut findet. Weil schon ist das ein Indiz dafür, dass auch ein Produkt laufen kann, aber oftmals ist es so, dass ihr teilweise Produkte, mit denen ihr noch überhaupt nichts am Hut hattet, so gut sich verkaufen im Internet, dass ihr sagt, also ich bräuchte dieses Produkt überhaupt nicht, aber andere kaufen es in Massen. Ja? Deshalb schaut euch da auch Produkte an, die teilweise ja euch überhaupt nicht ansprechen würden. Ja? Viele entscheiden ja nach ihrem eigenen Gefühl, was die selber nutzen würden. Ist auch vielleicht richtig in erster Linie, aber wichtig ist auch, Produkte zu beachten, die tatsächlich auch anderen gefallen könnten. So, ja, wir sind jetzt schon ziemlich lange hier auf der Produktsuche. Ich schaue, wie gesagt, dass ich vielleicht noch ein Produkt finde, was cool sein könnte. Es sind viele Produkte, also man muss hier gucken, dass man eventuell durch solche Recherchen einfach mal auf die Idee kommt. Ja. Was ihr auf jeden Fall auch schauen müsst, ist, wir haben es jetzt Winter. Ja? Teilweise wird schon alles verkauft, was für den Winter in Bezug hat mit dem Winter. Versucht jetzt schon mal Produkte zu finden, die eventuell für euch interessant sein könnten oder für Käufer interessant sein könnten für den Sommer. Das heißt, ihr wappnet euch jetzt schon mit Produkten, die für den Sommer gut laufen werden. Das sind zum Beispiel, ja, Freizeitartikel, man muss auch bedenken, wir haben immer noch Corona, das heißt, viele werden keinen Urlaub machen können so richtig, das heißt, viele werden im Garten, im Planschbecken schwimmen wollen oder planschen. Da ist es wichtig, dass man sich da auch Gedanken macht, was brauchen Kinder, vielleicht irgendwelche Wasserpistolen, vielleicht irgendwelche Swimmingpools. Die sind recht günstig, jetzt vor allem im Winter, wo sie keiner mehr braucht. Und kann natürlich gut verkauft werden im Sommer. Da kann man sich jetzt schon mit eindecken und kann das schon jetzt online stellen und dann zum Start der Saison richtig gut bewerben und man kann diese gut verkaufen. Also da sollte man dann auch auf jeden Fall sich Gedanken machen darüber. Sonst schaut euch einfach, wie gesagt, einfach mal um und versucht die Artikel zu finden, wo ihr denkt, die könnten laufen. Wichtig ist natürlich, die Preise zu vergleichen, damit man sieht, okay, wie gut verkauft sich dieses Produkt und wie gut nicht. So viel zu dieser Produktrecherche. Ich denke, ich habe euch mit diesem Video ein bisschen auf neue Ideen gebracht, ein bisschen gezeigt, wie ich an die Sachen rangehe. Und tatsächlich kann man hier einiges finden, was sich profitabel weiterverkaufen lässt auf eBay und Co. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib dem Video, wenn du es nicht schon gemacht hast, einen Daumen hoch. Wie ich das am Anfang angekündigt habe, wenn dieses Video 200 Likes erhält, dann mache ich ein Video zu Amazon-Recherchen, wie ich bei Amazon an die Produktrecherche rangehe, um bei Amazon Artikel zu finden, die man übers FBA
gut verkaufen kann, wo man tatsächlich gute Hilfe kriegt mit Analyse-Tools, die ihr dann nutzen könnt. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn du diese Händler sehen möchtest, dann werde ich wie immer alles unten in die Beschreibung dazu packen. Du kannst dir das Ganze nochmal genau anschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Erfolg dir bei der Produktrecherche und beim Verkaufen. Bis zum nächsten Video. Ciao.